Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und selbstverständlich auch Eladum zu einem neuen Adventskalender-Türchen, diesmal mit dem Zwergenfürst. Heute möchte ich euch ein Gedicht vortragen. Advent von Loriot. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leis herniedersinken. Auf Edeltänneins grünem Wipfel hüpft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Fürsterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Fürster umgebracht. Er war ihr bei des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Niklasabend muss es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruh, das Häslein tat die Augen zu, er legte sie direkt von vorn, den Gatten über Kim und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase 2, 3, 4 Mal die Schnuppernase und ruhet weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Försters Blut von hinnen. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behält ein Teil Filet zurück ins festtägliches Bratenstück und packt zum Schluss, es geht auch vier, die Reste in Geschenkpapier. Da tönt's von fern wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist's, der in so tiefer Nacht im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf seinem Hirsch herangeritten. He, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Des Försters Haus ist tief verschneit, doch seine Frau steht schon bereit. Die 6 Pakete, heiliger Mann, es ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt, es ist Advent. Aus Loriots heile Welt, Diogenes. Dann vielen Dank, dass ihr diesem wundervollen Adventsgedicht gelauscht habt. Morgen geht's dann weiter bei der lieben Ninilein mit einem weiteren Adventskalender-Türchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt es mit einer Bewertung und lasst ein Abo da. Bis dahin. Bis zum nächsten Adventskalender auf meinem Kanal und ja, bis zum nächsten Adventskalender-Türchen bei der Ninilein.